Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Erfahrungen in der Alternativmedizin. Heute zum Thema Schwermetall. Schwermetall entgiften, das aber richtig. Herzlich willkommen, mein Partner Felix Perzel. Hallo Daniel. Erzähl mal die Geschichte. Das ist eine spannende Geschichte, soviel ich weiß. Wie ist das entstanden? Genau, es ist nicht nur eine spannende Geschichte, sondern es steht meines Erachtens exemplarisch für ganz viele dieser Schicksale. Vielen Menschen ist ja bewusst oder wird immer mehr bewusst, dass sie vielleicht oder auch nicht an Schwermetallen leiden, vergiftet sind. Mittlerweile kommt es ja immer mehr ins Bewusstsein. Das ist schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Aber es fehlt häufig so die verschiedenen Lösungen. Das heißt, die meisten, die sich damit beschäftigen, kennen so den Begriff der Chelartherapie. Das ist, denke ich, so das, was am herkömmlichsten gemacht wird. Und das wird in 80% der Fällen sicherlich einfach gemacht, weil es die eine Lösung eben so sein wird. Das ist wahrscheinlich mehr. Ja, wahrscheinlich sogar noch mehr. Genau. Ja. Und bei diesem Klienten, von dem ich jetzt in dieser Sendung berichten will, geht es auch um Schwermetalle, wo es aber gezeigt hat, dass man eben differenzierter denken und schauen sollte, bevor man einfach, ich sage jetzt mal böse stumpf, eine Chelartherapie macht. Und ich möchte auch einfach in dieser Sendung darauf hinweisen, es gibt mehr Lösungen als nur diesen einen Weg. Bei dem Klienten war es so, etwa um die 50 Jahre, Mitte 50, der seit wirklich Jahren verschiedenste körperliche Probleme hatte. Es fing an mit Symptomen wie eine Polyneuropathie, also eine vermehrte Nervenschädigung. Das kennt man eigentlich in der Medizin bei Alkoholikern, bei starken Rauchern, bei Diabetikern. Das zeigt sich so, dass auf einmal die Hände oder die Füße sich pelzig anfühlen. Man sagt so, als ob man Handschuhe tragen würde, aber eben die ganze Zeit. Wie ein latentes Ameisenkribbeln. Und genau so trat das bei dem Klienten in Erscheinung. Das heißt, viele haben natürlich gesagt, ja, ist doch klar, du hast eine Polyneuropathie. Und das kann man aber relativ einfach messen oder ausschließen, indem man eine Nervenleitgeschwindigkeit macht. Das heißt, bei der Polyneuropathie zeigt es sich, dass die Nervenenden immer mehr kaputt gehen durch eben diese besagten Probleme. Und er war weder Raucher, noch hat er Alkohol getrunken, noch war er Diabetiker. Das war schon sehr ungewöhnlich. Aber er war bei verschiedenen Ärzten, und er sagt, es ist eine Polyneuropathie. Also haben sie das gemessen, haben die Geschwindigkeit im Nerv gemessen. Also man schickt einen Impuls durch einen Nerv und guckt, wie gut leitet der? Kommt das auch an, was ich reinschicke? Und bei ihm war es einwandfrei. Also es hat vollkommen funktioniert. Also wusste man eigentlich medizinisch gesehen, es kann keine Polyneuropathie sein. Trotzdem hat er sich diese Beschwerden nicht eingebildet. Und als dann für ihn die Frage kam, ja, was machen wir denn jetzt? Dann schaute er in lange Gesichter. Es hieß, ja, das wissen wir jetzt auch nicht. Es muss ja eine Polyneuropathie sein. Ist es aber nicht, also wissen wir auch nicht weiter. Also hat er sich über Jahre auf den alternativen Weg begeben, hat mehrere Heilpraktiker kontaktiert, die eben extrem aufwendige Labore gemacht haben. Und es stimmt, er hatte tatsächlich eine Schwermetallbelastung. Das heißt, man macht eben Provokationstests vor so einer Chelartherapie, guckt, was zeigt sich da. Und hat dann über 3, 4, 5 Monate eine extrem aufwendige Therapie gemacht. Nicht nur eine Chelartherapie, Nahrungsergänzungen, Infusionen. Und zwar wirklich 10, 15 verschiedene Nahrungsergänzungen mindestens. Also der hat geschluckt bis zum geht nicht mehr an Tabletten am Tag. 70 Stück oder so am Tag. Über 5 Monate Infusionen, über Geräte und alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Das heißt, der war natürlich auch schnell bei einem Betrag, da kann man ein Auto für kaufen. Ne? Aber er hat daran geglaubt, dass mit dieser Therapie das sich doch verändern muss. Es war schließlich ein Experte, wo er war. Ein toller Heilpraktiker, seit Jahrzehnten Erfahrung hatte. Und tatsächlich veränderte sich von den Werten im Labor durchaus das ins Positive. Nur war das Blöde, er hat davon nichts gemerkt. Das heißt, seine Symptome waren immer noch exakt gleich, hat sich nichts verändert. Aber der Heilpraktiker sagt, ja, aber die Labore, die zeigen, dass es funktioniert. Und er sagt, ja, was interessieren mich denn die Labore? Ich will, dass es mir wieder gut geht. Und so war er sehr frustriert, hat das irgendwann dann abgebrochen mit eben Kosten im hohen fünfstelligen Bereich und war sehr frustriert, fiel auch in so ein depressives Loch, ne, weil so diese Stimmung hochkam, keiner kann mir helfen. Und ich habe ihn über verschiedene Ecken kennengelernt, beziehungsweise seine Frau. Und der konnten wir schon gut helfen mit unseren Testungen und unserer Arbeit. Und über Monate hinweg hat sie ihn, naja, ich sag mal, versucht zu überzeugen, zumindest mal die Testung zu machen. Zumindest mal zu schauen, was können wir denn anbieten? Können wir ihm vielleicht helfen? Und es hat lange gedauert, aber er hat sich irgendwann bereit erklärt. Das heißt, ich habe mit ihm telefoniert.
habe einen genauen Befund aufgenommen. Er hat uns ein Foto, ein Porträt geschickt und du hast getestet. Und tatsächlich, die Ursache waren die Schwermetalle, allerdings intrazellulär. Das ist ganz besonders. Es war in den Zellen die größte Belastung. Und es testeten eben verschiedene Mittel, weit ab von der Chelartherapie, um diese Schwermetalle zu binden und rauszubringen. Und das waren Mittel, von denen hat er noch nie was gehört. Das heißt, er erkannte das gar nicht. Er hat auch bei vielen anderen Therapeuten nachgefragt, die kannten das alle nicht. Ich hatte damals mit dir ja auch gesprochen, hast du mir verschiedene Studien geschickt, dass es eben noch relativ neu und interessant sei. Und neben dem hat natürlich auch verschiedene Stoffwechselkomplexmittel getestet. Bei ihm war es für unsere Verhältnisse relativ hoch dosiert. Das heißt, ich habe ihn vorbereitet und gesagt, ja, da müssten Sie ein paar Sachen schlucken und so. Und sagt, ja, wie viel denn? Dann sage ich, ja, es sind schon 5, 6 verschiedene. Und sagt er, 5, 6? Ist ja nix. Ne? Also der war was ganz anderes gewohnt, ne? Wo viele Klienten schockiert sind, weil sie so viel schlucken müssen. Fragt der mich, sind Sie denn sicher, dass das trotzdem funktioniert, wenn ich nur so wenig schlucke? Ne? Weil er war ja ganz anderes gewöhnt. Und er hat das dann umgesetzt, er musste auch in der Ernährung auf ein paar Sachen verzichten, weil er ein paar Unverträglichkeiten hatte, hat eben die speziellen Mittel genommen, hat zusätzlich die bestimmten Stoffwechselkomplexmittel genommen und sonst braucht er nichts, keine andere Therapie getestet. Und er hat das 2 Monate gemacht und hat sich dann irgendwann im 3. Monat gemeldet bei mir und sagte, wie geht's Ihnen denn? Und ich hörte jetzt seinen Strahlen durchs Telefon, weil er sagte, klar, es war noch nicht weg, aber er merkte zum ersten Mal nach Jahren einen Unterschied. Er merkte auf einmal, dass dieses Kribbeln weniger wurde. Er hatte manche, es trat vor allem so nachts und nach der Nacht am Morgen auf, er hatte manche Tage, wo er es so gut wie gar nicht mehr spürte. Und das hat ihm natürlich Hoffnung gegeben und er war total begeistert, dass es eben noch einen Weg gibt außerhalb dieser Standard-Chelartherapie, wie man sehr wohl effektiv und ohne Nebenwirkungen Schwermetalle gezielt entgiften kann. Und mir ist es wichtig, in dieser Sendung darauf hinzuweisen, wir wissen ja auch nicht mehr als der Heilpraktiker. Wir testen einfach nur kinesiologisch, wo sind die Schwermetalle, welche Schwermetalle und was will der Körper, um sie auszuleiten. Und da gibt es halt viele Wege, die nach Rom führen. Und er hat eben schon nach 2 Monaten erste Veränderungen bemerkt, hat das dann natürlich weiter fortgeführt. Und ich sage mal, wir haben natürlich lange gebraucht, wir haben etwa ein halbes Jahr gebraucht, aber wir sind an dem Punkt, wo er sagt, damit kann er jetzt leben. Ne? Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber er ist schon an einem Punkt, wo er sagt, damit kann er leben. Und das auch nebenbei erwähnt, für ihn wichtig, zu einem Bruchteil der Kosten, die er hatte. Weil wir brauchten keine Infusion, keine anderen Therapiegeräte, nur das, was der Körper wirklich benötigte. Ja, und der Test war kostenlos. Ja, genau. Also die ganze Studie war kostenlos, ja, das ist klar. Genau. Ja, klar. Das ist ja Erfahrungsmedizin, was wir machen. Und ich sage ja immer und auch in meinen Sendungen, mein Bewusstsein basiert auf sehr, sehr viel Erfahrung mit kinesiologischen Tests. Und das heißt, ich präsentiere ja ein Buffet. Und das Buffet ist natürlich von hier bis hier, was jetzt Schwermetall betrifft. Und wieso habe ich denn mein Bewusstsein immer erweitert? Weil immer wenn ich habe mich immer darauf verlassen, was der Klient testet, das ist das, was er braucht. Ich habe nie gesagt, was irgendwo in einem Buch steht oder irgendwo in einer Studie steht, ist das, was der Klient braucht. Ich frage, dann braucht er das, was im Buch steht, oder ich frage, dann braucht er das, was in der Studie steht. Und wenn keine Reaktion ist, kann es nicht richtig sein, aus meiner Sicht. So habe ich mich entwickelt und so habe ich mein Bewusstsein entwickelt und mein Buffet. Und das bedeutet, dass ich immer, wenn ich irgendwo etwas gehört habe, habe ich das in mein Testraster reingenommen oder habe gesagt, okay, da gibt es offensichtlich Studien, da gibt es offensichtlich Wissen, da gibt es offensichtlich Erfahrung, möchte ich natürlich gerne in meinen Testraster reinnehmen. Mir ist ja egal, was testet, Hauptsache wirkt. Ich habe ja kein Interesse, meine Produkte decken niemals alles ab. Das ist nicht der Sinn, sondern meine Formstim-Produkte sollen ja 80% der Probleme lösen. Und die anderen 20%, da braucht es Einzelprodukte, das wird es immer brauchen. Aber welche ist doch ganz entscheidend und das kann der kinesiologische Test dann zeigen. Und in diesem Beispiel, wenn es mir recht war, waren es 3, 4 Produkte von mir und 2 Auswärtige. Genau. Ist vielleicht für die Klienten auch wichtig, das kannst du bezeugen. Also
über 50% meiner Klienten, die du mir schickst, bekommen nicht nur Produkte von mir. Exakt, genau. Das ist ein großer. Und auch von deinen nicht so viele. Ne? Ja. Also das Beispiel zeigt es eben. Ne? Das ist, was die Leute immer glauben, dass ich nur hier eine Werbungssendung mache, um zu verkaufen. Ich muss ja irgendwo das, was ich mache und was ich Erfahrung habe, muss ich ja weitergeben. Das ist meine Aufgabe. Natürlich mit Therapeuten wie dich, dass die tragen ja das dann nach draußen, und für die ist es natürlich wichtig, dass die Klienten dann auch Erfolg haben. Also du hast nur 2 Zusatzprodukte und 4 Formslim-Produkte gebraucht. Irgend sowas, ja. Ich weiß es ja auch nicht mehr. Und die genau. Relativ hoch dosiert, also ja. Leute von jedem Formslim-Produkt 2, was ja schon relativ ungewöhnlich ist. Aber wie gesagt, das hat ihn gar nicht geschockt. Ne? Und das Beeindruckende finde ich auch, das ist für viele Klienten, merke ich im persönlichen Gespräch, sehr neu, sehr ungewöhnlich. Aber über diese Möglichkeit der kinesiologischen Testung mittels Porträt, also einem Foto und einer natürlich genauen Anamnese. Ne? Ich sage immer den Leuten, du hast ja keine Glaskugel, du kannst nicht reingucken und sagen, du brauchst das und das. Man braucht schon Informationen. Dafür ja, sind wir ja da als Therapeuten. Und trotzdem war es für ihn so beeindruckend, er musste nicht einmal zu mir fahren. Das heißt, bei dieser vorher erzählten Therapie musste er auch noch 2-mal die Woche jeweils 150 Kilometer hin und 150 zurückfahren. Das kam auch noch dazu. Ne? Das heißt, diese Therapie, und es gibt viele dieser Art, wo sich Menschen mit so einem Thema melden, die müssen gar nicht irgendwie zu uns örtlich kommen. Und damit haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch Klienten aus ganz Deutschland, aus ganz Europa zu helfen. Ne? Genau. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön, auch da diesen Klienten in Anführungsstrichen einen Weg zeigen zu können. Wir haben wirklich viele Klienten, das ist jetzt ein Exemplar, was eben, die sich mit Schwermetallen melden, sage ich mal, die eben sagen, ich habe den Verdacht, ich habe Schwermetalle. Und das Schöne ist, zuerst testen wir, es kann ja sein, dass der Klient Schwermetall hat, aber stresst es ihn auch? Ist es die Ursache seiner Symptome, weswegen er kommt oder nicht? Und wenn ja, wo sind diese Schwermetalle und wie wollen sie raus? Und das ist neu für die meisten Klienten. Ist ja etwas, was du auch immer wieder erlebst, dass der Klient mit einer Diagnose kommt. In diesem Fall war ja die Diagnose ähnlich wie das, was ich getestet habe. Nur die Anwendung und die Therapie war komplett anders. Also insofern, also bis auf die ärztliche Diagnose, aber die naturärztliche Diagnose war die gleiche. Aber die ganze Änderung war dann anders, das heißt die Anwendung. Und dann gibt es auch viele Fälle, da machen wir was ganz anderes, oder? Absolut. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist das Problem, dass wir halt ganz anders testen. Wir gehen hin und testen eben die Resonanz. Und die Resonanz ist das, was er nie bereagiert, oder? Wie gehen die Klienten mit den Resultaten, die du, wenn du einen Klient hast, der ist überzeugt, der hat eine Krankheit X. Und du musst ihm sagen, hör zu, du kannst die von mir aus X nennen, aber eigentlich ist das Problem. Wie gehst du damit um? Was sagt dein Klient damit? Das ist eigentlich sehr spannend. Also ich würde sagen, die Menschen, die sich melden und sagen, ich habe ein Schwermetallproblem, testen nur 50% wirklich Schwermetalle. Das heißt nicht, dass sie das nicht haben, sondern das heißt eben, dass es sie nicht stresst, dass es nicht die Ursache ihrer Symptome sind. Genau. Und das Spannende ist, genau wie du sagst, die Klienten kommen ja häufig schon gebrandmarkt mit Stempeln. Ne? Sie haben Borreliose, sie haben Burnout, sie haben dies, das. Gifte und oder. Das Spannende ist, wenn wir denen unsere Auswertung geben, in manchen Fällen ist die Diagnose nach unserer Testung ja falsch, in manchen Fällen auch richtig, es braucht nur einen anderen Weg. In fast jedem Fall reagiert der Klient eigentlich sehr positiv, weil häufig der Klient schon spürt, da passt etwas nicht, sonst würde er gar nicht zu uns kommen. Wenn alles funktioniert und passen würde, dann kommt er ja nicht zu uns. Das heißt, irgendwas muss es ja schon geben, dass er entweder sagt, ich glaube nicht, dass das die Diagnose ist, oder ich glaube schon an die Diagnose, aber das ist nicht der Weg. In beiden Fällen sind diese Klienten aus meiner Erfahrung immer hoch dankbar dafür, eine Zweitmeinung zu haben. Und sehr, sehr häufig ist es so, dass es mit deren Bauchgefühl absolut kohärent ist, sagen, ja, das passt für mich, das stimmt. Mhm. Entweder im Sinne, das kann schon sein, dass ich Schwermetalle habe, aber es ist bestimmt nicht die Ursache. Oder, das ist ja spannend, ich wusste doch, dass ich Schwermetalle habe, aber diesen Weg, den habe ich noch nie gehört. Das ist toll, das hört sich großartig an. Und die meisten Klienten kommen ja bei dir vorbei. Ja. Die meisten Klienten haben eine Bindung zu dir, das ist natürlich auch ganz wichtig. Und das war ja ein ganz, ganz schwieriger Fall. Der hatte schon 10.000 von Euros ausgegeben, ja. Vergebens oder praktisch vergebens. Und du hattest keine persönliche Bindung zu ihm. Ja. Und trotzdem hast du es geschafft. Also das ist natürlich Hut ab. Das ist gar nicht einfach, ist klar. Ja. Weil das braucht auch von deiner Seite her sehr viel Einfühlungsvermögen in die Thematik des Klienten, weil du spürst natürlich seine Sorgen, seine Ängste.
und dass er wieder Schiffbruch leiden könnte. Also er hat nicht mal Angst wahrscheinlich ums Geld, sondern er hat Angst, nochmals mehr enttäuscht zu werden. Das ist ja bei chronischen Krankheiten, das ist ganz wichtig zu wissen, ist ja die Enttäuschung, dass es wieder nicht geht, viel, viel schlimmer als alles andere. Das heißt, die Angst, noch einmal ein negatives Resultat zu haben, ist so groß, dass ganz viele es nicht tun. Exakt. Wie viele hast du dann, die gar nichts tun? Die nach der Testung nichts tun? Sehr, sehr wenige eigentlich, weil es ist ja meistens, wie gesagt, so, dass die schon einen Beweggrund haben, sich bei uns zu melden. Das heißt, die wollen ja einen alternativen Weg. Und wie gesagt, meistens spüren sie ja, dass er richtig ist. Ich finde es auch ganz wichtig zu erwähnen, es bringt ja nichts, wenn wir nur immer erzählen, was alles testet, sondern das am Ende relevant ist, ist, dass die Klienten merken, dass es denen hilft, wie bei dem Fall. So, und das ist halt sehr häufig und dadurch machen es die Klienten natürlich gerne. Wenn sie einen Therapievorschlag bekommen, den sie vollziehen und sie merken nach 4 bis 8 Wochen bei fast jedem Problem, es geht besser, dann ist das natürlich etwas, wo man sagt, okay, klasse, das hat Hand und Fuß, ne? Weil erzählen können wir immer viel. Es geht am Ende darum, dass das, was testet, die Leute auch was spüren. Das ist ja der Unterschied. Wunderbar. Erzähl mal, wo findet man dich? Am einfachsten findet man uns unter www.energielos.de. Dort finden Sie zahlreiche Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank, will ich sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlichen Dank, Felix. Dankeschön. Besten Dank fürs Zuschauen und fürs nächste. Bis aufs nächste Mal. Tschüss.